Hi, mein Name ist Aliou Savané, ich bin Fußballspieler beim FSV Frankfurt und neben Fußball ist Kunst meine zweite große Leidenschaft. Der malende Fußballer Aliou Savané, 23 Jahre alt, gebürtig aus Gambia. Er verewigt die Weltstars, so wie David Alaba vom FC Bayern München. Er hat auch schon auf Instagram darauf reagiert, das hat mich natürlich riesig gefreut. Und ich male halt generell Fußballer oder Sportler an sich, die mir halt sehr gut gefallen oder denen ich gerne zuschaue. Ich würde sagen, dass ich für so ein großes Gemälde auch mal so die über 100 Stunden Arbeitszeit reinstecke. Kann sogar sein, dass es deutlich mehr ist, weil die Zeit vergeht da wie im Flug und ich habe die nie wirklich im Blick. Aliou Savané, ein junger Mann, der verblüfft. Auch die Kollegen der Regionalligamannschaft des FSV Frankfurt. Ich finde es phänomenal. Ich habe vorher noch nie sowas gesehen bei einem Fußballer, bei einem Sportler, der so künstlerische Veranlagungen hat. Also ich hoffe, dass er uns irgendwann mal ein sensationelles Bild hier mal vom FSV. Also das ist hoffentlich ein riesengroß. Mit 1,90 Meter ist Aliou Savané als Innenverteidiger eine echte Kante. Ein Abräumer mit kreativer Seite. Also die meisten sind überrascht, wenn die von meinen beiden Leidenschaften hören, da das grundsätzlich eigentlich nicht zusammenpasst, aber die meisten reagieren auch sofort positiv darauf, weil das halt, sag ich mal, eher etwas Außergewöhnlicheres ist. Er malt und zeichnet schon seit dem Kindergarten. Erst seine Lieblingscomics, dann realistische Bleistiftporträts. Also für mich hat das mal eine sehr meditative Wirkung. Ich benutze das, um abends mal abzuschalten oder mal so zur Ruhe zu finden. Und an sich hilft es mir halt so, die Balance zu finden neben der physischen Belastung im Fußball. Was hattest du denn eigentlich in Kunst früher in der Schule? Ich war jetzt in Kunst nie wirklich der Musterschüler, also ich würde mich schon so als Viererschüler einschätzen. Nee, kann nicht sein. Praktisch war ich zwar ganz gut, aber das Theoretische lag mir gar nicht. Auch Kunstgeschichte habe ich nie irgendwie in meinen Kopf bekommen. Aber ja, es ist halt auch eine schöne Geschichte, dass man trotz dieser Note diese Leidenschaft für Kunst entwickeln konnte. Eine Leidenschaft, die sich mehr und mehr herumspricht in der Fußballwelt. Die Superstars wie Lionel Messi oder Frenkie de Jong vom FC Barcelona hat er bereits fertig. Sein aktuelles Bild wird Richtung Côte d'Azur verschenkt. Ich male gerade den Fußballer Keita Balde. Zurzeit spielt er bei AS Monaco. Und ja, wir sind über Instagram in Kontakt gekommen. Und der war halt so interessiert in meine Bilder, dass er direkt eins für sich bestellt hat, sozusagen. Geld verdient er mit dem Malen nicht. Noch nicht. Ich finde, während der Fußballkarriere sollte man sich schon die Frage stellen, was kommt danach. Und da mir das Zeichnen sozusagen in die Wiege gelegt wurde, war es für mich halt optimal. Und ich werde das natürlich auch so gut es geht ausbauen, auch nach der Karriere. Aliou Savané vom Viertligisten FSV Frankfurt. Der echte Künstler unter den Fußballern.